So, da wurde unser Tag ja richtig zügig abgebremst. Geht doch ziemlich zügig. Ich würde mal sagen, wir machen mal wieder Spiel, oder? Gucken uns das an, wie es läuft. DFB-Pokal vor allem. Ich werde aber auch hier und da wahrscheinlich mal die Spiele mal simulieren. Mal gucken, wie es dann läuft. Ob es denn besser für uns funktioniert oder nicht. Aber jetzt erstmal reinschauen. Der Presslufthammer. Wie er der Presslufthammer heißt. Unglaublich. Herrlich. Alles klar. Also, gucken wir mal, wie unsere Jungs hier Gas geben. Wie, ob das Training den zu schaffen gemacht hat oder ob wir uns hier gut durchbeißen gegen Sandhausen Bats. Okay, ja. Einwurf für Sandhausen. Also der 3D-Modus ist natürlich, ich möchte mal sagen, oh, überschaubar, ne? Aber wir haben es ja aufgepeppt mit den geilen Spielern, die wir haben. Von daher läuft das schon. Also, Vorsicht. Presslufthammer wieder. Rudimentär muss ran und wieder faul. Ist wirklich, also Rudi, ne? Der ist schon im ersten Spiel aufgefallen. Das ist ein Hardliner, also der geht wirklich knallhart auf die Knochen. Kennt er überhaupt nichts. Freistoß. Sehr gut geklärt. Was macht, da ist Max, da ist Max Power. Max Power, klasse. Aschermittwoch. Guter Pass jetzt hier auf die Lawine, auf rechts. Kleines Dribbling von ihm angesetzt. Rüber auf Levril, da ist Rudimentär. Povischer Foul. Rote Karte. Ich werde verrückt. Wir kriegen schon wieder eine. Also wir haben es irgendwie, ne, mit den schlechten Tacklings. Also, wir nehmen wir dann mal Klaus Thaler und stellen ihn in die Innenverteidigung, oder? Was meint ihr? So. Und dann muss Emre hier in der Zentrale bleiben. Da sind wir wieder ein Mann weniger. Und das mal nach 5 Minuten, ey, das ist doch unglaublich. 10 Minuten sind gespielt. Und Max Povischer hat es derbe erwischt. Rote Karte, also ohne Povischer jetzt. Die letzten 80 Minuten, das wird hart. Pass, da ist Pervers. Pervers holt den Ball raus. Nee, er holt noch eine Ecke raus. Also, wenn mich einer fragt, ich muss sagen, wir sind, glaube ich, ein bisschen schwächer, ne, als Sandhausen Bats. Mittweiler, Ball kommt hoch. Vorsicht, Jungs. Okay, Emre. Emre macht das hier. Ein Dribbling, guck mal, wo er rumdribbelt. Der Klappstuhl. An der 5 Meter, am 5 Meter Raum oder im Strafraum macht er da rum. Also die spielen einen Scheiß zusammen. Guckt euch mal bitte das an. Ist ja unglaublich. Also, wieder Emre Can. Waren wir überhaupt schon mal in Richtung Tor bei denen? Also, haben die keine Anspielposition oder was ist los? So, jetzt, ich... Na, mal weiterspielen. Pervers macht das gut mit Emre. So, jetzt pass mal auf. Jetzt... Ah, hat abgespielt, oder? Ne, jetzt guter Pass. Auf Franco Foda. Gut auf Molotov. Molotov. Ah, Mist, das Kraft. Und Foda kriegt den Ball nicht. Da ist wieder Molotov. Super. Super. Nochmal jetzt. Kann ich nichts sagen zu ihm? Doch, jetzt muss ich ihn auswählen. Schuss, ne? Wollen wir mal schießen? Oh! Hey, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Ah, ist Sozial Berlin jetzt mit dem Eckstoß. Mit einem Mann weniger. Gucken wir mal. Also, Max Power macht sich bereit. Wow. Abstoß. Heidewitzka, also, schieß mich tot. Wir spielen heißen Reifen hier, auch mit 10 Mann. Auf geht's. Drüben ist wieder, die Lawine ist da wieder. Schade, dass wir die Spitznamen nicht ändern können, ne? Der Presslufthammer. Was ist das denn bitte für ein Spitzname? Unglaublich. Wir hätten wir einen Klappstuhl nennen müssen. So, da haben wir Rautenberg. Oh, Rautenberg, den kennen wir ja. Presslufthammer wieder. Vorsicht, also jetzt kommt verteidigt mal gescheit, Leute. Aschermittwoch wieder faul. Die sind zu blöd zum, wahrscheinlich, zum Verteidigen. Unglaublich. Wir müssen mal gucken, dass wir die Jungs hier fit machen. Die erste Elf zumindest. Okay, Hutwelker. Oh, Gott sei Dank, der ging ja weit am Kasten vorbei. So, Abstoß für uns. Mal gucken. Also hinten raus kommen wir nicht so zügig voran. Da fehlt so ein bisschen die Übersicht. Aber uns fehlt ja auch ein Mann in der Zentrale. Da hat man nicht so die Anspielposition. Wer macht's denn jetzt hier? Wer ist das? Molotov wieder. Boah, was für Pässe der spielt. Der neue Reus. Krass. Einwurf für uns. Wer wirft denn ein? Aschermittwoch? Oder Molotov. Ne, wer habe ich einen Sattel einwerfen sollen? Wer ist denn das? Foda. Genau, der wirft ein. Alles klar. Freund. So, die Lawine. Kleines Dribbling. Außen. Kriegt den Ball abgenommen. Und Max Power kommt nicht hinterher. Hinter Gebka. Und dann ist wieder Sandhausen in der Offensive. Beziehungsweise
In der defensiven Offensive, was machen die denn? Achso, die spielen zurück zum Kipper. Also, ein Prunkstück dieser 3D-Modus. Ey! Oh, das war fast gewesen. Ich warte ja noch auf einen, dass ich mal wieder Pause machen kann und einen reinrufen kann. Okay, das ist auch nix. Jetzt geht der Ball rüber auf Hutweiler. Hutwelke heißt er, nicht mal Hutweiler. Was ich erzähle. Left, komm, Klaus Thaler. Boah, der ist ja kein gelernter Innenverteidiger, der kann das nicht so gut. Da haben wir... Ja, unser Keeper, der hält ihn nicht mal. Nein, er schießt ihn direkt weg. An die Latte, direkt direkt weggeschossen. Alles klar, komm, ab in die Halbzeitpause. Das ist ja kurios ohne Ende. So. Schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Ist das herrlich, es ist wirklich herrlich. Kicken wir mal, ob wir jetzt da besser zurechtkommen. Ja, wenn einmal weniger, ne? Es ist natürlich nicht so einfach. Max Power, Franco Foda, Emre Can, Molotov. Molotov, immer noch Molotov! Das ist... Ja, nochmal, jetzt! Wow, Kollege! Jetzt ist er doch frei vom Tor. Jetzt muss ich doch nur da reinschießen. Oh, er schießt vorbei! Er schießt oben drüber! Das darf der, das glaubt mir keiner. Das glaubt mir echt keiner. Unglaublich Riesending von Molotov und er vergibt es. Knallhart, die Jungs. Also, die kennen echt nichts. Super gemacht von Rudimentär. Starke Aktion in der Defensive. Jetzt gibt's Abseits. Franz. Weiter Ball. Can. Okay, jetzt vielleicht mal auf. Ach, Gottes Willen. Einwurf. Wir brauchen ja eine Entscheidung, denn das ist ja Pokal, ne? Also eine Entscheidung brauchen wir. Ich bin da total überfragt, was man überhaupt einstellen kann, ob man die Jungs dann noch fit kriegt, ob das einmal besser aussieht dann, wenn die wirklich mal gut trainiert haben. Das ist die große Frage. Weil momentan sieht es echt kurios aus. Zumindest sollten wir versuchen, weniger rote Karten zu kriegen. Besser in den Zweikämpfen zu werden. Oh, die Lawine. Guck mal, wie er durchgeht. Das Dribbling. Der neue Robben. Abartig. So, bringt er den Ball rüber? Nee. Da ist wieder die Lawine. Da geht er schon wieder. Dribbling. Bringt den Ball hoch rein. Und dann ist er rausgeklärt worden. Per Kopf. Oh, was geht's? Emre Can faul? Es ist unglaublich. Wir haben noch nicht mal harte Zweikämpfe eingestellt. Ne? Also die sind eigentlich auf normal, auf Standard. Aber gut. Die Spannung steigt. Also wir haben jetzt schon eine Stunde gespielt. Aber es steht nach wie vor 0-0. Also viele Tore fallen hier nicht. Das ist schon mal schön zu sehen. Dass in der Defensive trotz fehlendem Innenverteidiger oder beziehungsweise nicht gelernten Innenverteidiger drin steht. Noch zu null spielen. Foda jetzt. Pervers. Molotov. Das ist auch ein Tier. Echt, ist übel. Guck mal, wie stark der ist. Der geht ja immer zu uns Dribbling und gewinnt auch noch alle zwei Kämpfe. Ach, Mensch. Hätte es ihn behalten sollen, Keule. Molotov. Kann sich das einer angucken auf Dauer? Also, ich bin mal, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich habe ja schon viel gesehen, aber das Ding hier, das ist ja der Burner. Das ist ja unglaublich. Na gut, wir gucken mal, wie es läuft. Lefevre, was ist denn jetzt los? Jetzt haben sie uns ausgespielt, oder? Jetzt kommt das Tor. Oh Gott, pervers, kommt nicht ran. Boah, an die Latte. Wie erklärt, guck mal, wie die hier hinten rumspielen, wie geschillt. Unglaublich, wieder Molotov, wieder im Dribbling. Und er gewinnt es schon wieder, er ist so stark. So, pass mal auf, ich sage mal zu ihm, er soll mal hier rüber passen. Pass mal dahin. So. Das war gut. Oh, da kommt ja noch einer. Ach, Mensch. Ich dachte, der wäre alleine, das wäre ein guter Konter gewesen. Unglaublich. Schnell verteidigen. Ah, guck mal, dann laufen sie alle zurück. Klasse. Jetzt gibt es Ein- und Auswechslungen. Ja, wir könnten auch mal auswechseln, ne? Ich will auch mal auswechseln. Hier oben können wir es tun. Im Taktikbildschirm. Guck mal, wer müde ist. Max Power ist müde. Aber auch Klaus Thaler. Der kommt da gar nicht klar. Dann bringen wir doch mal Sean Steinfeger rein. Also Klaus Thaler und Sean Steinfeger. Zack. Und dann bringen wir noch was für den Sturm.
Max Power ist müde, leider. Dann bringen wir nochmal den Hau drauf. Okay, dann haben wir alles ausgewechselt. Mehr geht nicht. Gucken wir mal, ob es was bringt. Okay, nochmal Stimme eingewechselt und nochmal was in die Defensive reingepackt. Den Sean Steinfeger. Und bin ich mal gespannt. Gute Ansätze gibt es ja, ne? Da kann man echt nichts sagen, aber streckenweise sieht es doch ein bisschen verquert aus. So, Aschermittwoch auf rechts, da geht was. Lawine. Lawine ist durch, bringt den Ball irgendwie in die Mitte, aber dann ist da keiner. Aber Molotow, aber der kämpft auch, der ist richtig gut. Also Molotow ist so mein neuer Lieblingsspieler, glaube ich. Wenn der immer so spielt, Wahnsinn. Oh, gut. Ah, wieder abseits. Ah, verdammt, verdammt. Müssen wir das mit dem Sturm ein bisschen nutzen. Ah, jetzt ist schon Nachspielzeit. So, nochmal Molotow. Okay. Auf geht's. Nachspielzeit, Verlängerung. Und bin ich ja mal gespannt, ob wir jetzt... Vielleicht kriegen wir nochmal die Möglichkeit, so einen schnellen Angriff zu fahren. Dann klicke ich mal. Mal gucken, ob man das sieht, ob das wirklich läuft. Defensiv haben wir ja gesehen. Da sind jetzt sofort alle zurückgerückt und haben dann... Also, wir müssen nur eine Balleroberung jetzt abwarten. Und dann... geht sofort in den Konter. Mit unseren starken Kräften in der Offensive. Gott, Vorsicht, Press auf Tammer kommt. Aschermittwoch muss klären. Geklärt, aber keine Balleroberung. Foul! Oh, wir haben echt die Seuche am Schlappen. Was Fouls angeht, da sind wir richtig benachteiligt. Der Schiri ist gekauft. Hundertprozentig. So. Ja, das ist ein Freistoß, wie ich ihn mag. schade, noch kein Konter möglich. Jetzt sowieso nicht, jetzt sind sie alle aufgeräumt. Jetzt stehen sie wieder in ihren Positionen, da kann man auch keinen Konter fahren. Aber ich könnte theoretisch schnell einen Angriff fahren, wenn ich den Ball behaupte. Jetzt. Auf geht's. Oh, auf einmal wird es wirklich zügig hier. Foda in die Mitte. Molotow nochmal zurück, auf Haut drauf, aber er kommt nicht ran. Heidewitzka. Also, da geht noch was. Auf geht's. Schneller Angriff. Schneller Angriff. Kommt schon, Jungs. Nicht ins Abseits stellen. Vorsicht. Lawine. Lawine ist ruhig im Dribbling und haut drauf. Oh, er hat ein bisschen weiter zurückgespielt. Dann wäre da echt was drin gewesen. Schade. Schade, schade, schade. Komm, Balleroberung. Komm schon. Schauen. Mensch, er schafft's nicht. Oh, unser Emre. Oh, der Trinks, der ist genauso ein Dribbler wie unser Molotow. Heidewitzka frei. Pervers geschlagen. Frei. Vorsicht. Och, Mensch. Ah ja, der ist ja komplett durch die ganze Abwehr durchgegangen. Oh, ist das bitter. So. Jo, 1-0 für Sandhausen. Die A-Löcher. Ärgerlich. Gottes Willen. So, eine Verlängerung haben wir noch. Gucken mal, vielleicht kriegen wir noch ein Tor. Also, einwechseln können wir nicht mehr. Müssen wir ein bisschen beten, ob es noch klappt. Schauen wir mal. Ich kann ja taktisch gesehen... oder? Kann ich nicht Taktik noch reingehen? Muss ich erst Pause machen. Ne, wenn es angepfiffen ist, wahrscheinlich. Los. Pause und jetzt Taktik. Und dann tue ich mal Kahn ins Offensive. Und ja, mehr geht auch wirklich nicht. Mehr kannst du nicht machen. Also, los geht's. Jetzt sage ich mal, schneller Angriff. Und los, alle da vorne. Scheiße, Frey hat wieder den Ball geklaut. Jetzt geht er wieder durch. Guck mal. Dribbling. Oh, pervers. Tolles. Tolle Aktion. Oh, Foul. Jetzt haben sie auch mal einen Foul. Normalerweise rot, wenn es nach mir ginge. Oh, Molotow. Oh, da kommt doch keiner im Leben ran. Da kommt doch kein Mensch im Leben ran. So. Ja, wenn sie was machen wollen, müssen sie es tun irgendwann. So, schnell verteidigen. Alle zurück. Na, komm schon. Haben schon Balleroberung, super. Und jetzt nach vorne. Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Los, los. Ich drücke immer zu. Der haut drauf. Der hat noch Kraft. Haut drauf, ist durch. Oh, was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Sich den Ball so weit vorgelegt. Ist das ein Knoten, ey. Oh, der ist ja nicht mal zweitligareif. Oh, ich krieg gerade die Krise. Gut gemacht, Ascher. Ja, dann spielt er den Ball ins Aus. Also, bei aller Liebe,
Das ist ja hier, das ist ja eine Geburt, da bist du wahnsinnig. Lawine wieder, kommt schon Jungs, kommt jetzt alle nach vorne, los. Sturm. Vorbei. Okay, wir sind aus dem nationalen Pokal rausgeflogen, es ist eine Schande, aber wir müssen uns jetzt auf die Liga konzentrieren. Ja, okay. Alles klar.